Bayerisches Derby in der Oberpfalz. Der SSV Jahn Regensburg gegen den TSV 1860 München. Vor ausverkauftem Haus über 15.000 Fans wollten diese Partie sehen. Auch er mit dabei, Finn Lakenmacher in der Sturmspitze bei den Löwen. Der Ex-Regensburger Zwarz nicht im Kader bei den 60ern. Die Gäste in Türkis mit einem sehr guten Start in diese Partie. Vierte Minute, was für ein Angriff. Lakenmacher mit der Riesenchance auf sein fünftes Saisontor. Aber Gebhardt im Regensburger Kasten sagte nö. Ganz, ganz stark herausgespielt in einer wirklich guten Anfangsphase der 60er. Gebhardt mit der starken Reaktion. Viel Ballbesitz für Regensburg zu Beginn dieser Partie, aber sie konnten wenig draus machen. Wenn die Löwen offensiv am Start waren, wurde es gefährlich. Schröter und Quadwo. Regensburg brauchte den Sieg, brauchte die drei Punkte, um sich die Tabellenführung vom SSV Ulm wieder zurückzuholen. Dauerte aber eine halbe Stunde bis zur ersten nennenswerten Offensivaktion des SSV. Dominik Kota. Nichts Wildes, auch nichts in der 30. Minute. Sie taten sich wirklich schwer. Kamen kaum zu Möglichkeiten. Die Münchner Löwen defensiv total diszipliniert und stabil. Kurz vor der Halbzeitpause aufgepasst. Andreas Geipel, der Regensburger Kapitän gegen Julian Guttau. Da brennen ihm mal kurz die Sicherungen durch. Der Schlag in den Rücken von Guttau. Dafür gab es Gelb. Gerade noch so vertretbar die Entscheidung vom unparteiischen Sören Storks. Halbzeitstand 0:0. Joe Ennox, ja, was war da los mit seiner Mannschaft im ersten Durchgang? Sehr ideenlos. Wirklich nicht viel, was die zu bieten hatten. Auch im zweiten Durchgang ging es so weiter. Die Balleroberung von Muteba. Dann etwas in den Rücken von Guttau gespielt. Er macht aber noch was draus. Sieht Schröter, Morris Schröter. 0:1, 53. Die verdiente Löwenführung im bayerischen Derby. Das siebte Saisontor von Morris Schröter. Dazu 6 Vorlagen. Das sind Statistiken und Werte, die können sich sehen lassen. Ein perfekt vorgetragener Tempo-Gegenstoß über Muteba, Guttau und dann Schröter. Diesmal konnte auch Teufelskerl Gebhardt im Regensburger Kasten nichts ausrichten. Und weiter die Löwen, 57. Minute, also nur 4 Minuten nach dem Führungstreffer. Glück für Regensburg, denn Michael Glück, der Münchner Innenverteidiger, mit dem Kopfball an die Latte. Diesmal wäre es die Vorlage gewesen für Schröter. Regensburg rannte an im zweiten Durchgang, aber war vollkommen planlos. Immer noch keine wirklichen Torchancen. Stattdessen wieder die Löwen mit dem eingewechselten Nankishi. Und die Riesenchance zur Entscheidung für Lakenmacher. Aber auch die, wie zu Beginn des Spiels, lässt er fatalerweise liegen. Das Tempo von Nankishi und dann eigentlich freie Bahn, aber wieder Gebhardt. Sensationell. 10 Minuten jetzt nur noch bis zum Ende. Ecke Kota und hier kommt Elias Huth, der Ausgleich für Regensburg. 81. Minute. Das siebte Saisontor des eingewechselten Elias Huth und es war klar, dass es nach einer Standardsituation passieren musste. Denn wie gesagt, aus dem Spiel heraus ging überhaupt nichts für den SSV Jahn. Einmal hatten die Löwen nicht aufgepasst in der Defensive. Kurz vor dem Ende jetzt schon. Nankishi, Mann ist der schnell, aber Gebhardt passt auf. Super mitgespielt vom Regensburger Keeper und der direkte Gegenzug. Geht noch was für Regensburg, holen sie sich die Tabellenspitze noch. Ganaus, aber Hiller ist zur Stelle auf der anderen Seite. Und das war's dann auch in dieser Partie. Diese beiden Szenen, die letzten Chancen in dieser Partie. Regensburg gewinnt nichts, die Löwen auch nichts. Dabei hätten die es doch eigentlich wirklich verdient gehabt. Ich denke, wenn man die Art und Weise so von Anfang an an den Tag legt, dann möchte man das Spiel auch gewinnen am Ende des Tages. Und ich glaube, die Chancen waren da gewesen, heute hier zu punkten. Ich denke, wir haben über weite Strecken ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Und ja, so wie wir es auch letzte Woche erlebt haben, Standardsituationen können halt oder sind spielentscheidend mit. Und ja, wie gesagt, müssen wir uns angucken, müssen wir vielleicht das nächste Mal besser verteidigen. Mal schauen. Natürlich war es halt schon schön, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, dass wir halt diese gezeigt haben, dass wir zurückkommen, dass wir nicht halt hinliegen und liegen bleiben, sondern halt, dass wir aufstehen, weitermachen. Mein Fokus geht nur Ulm. Das ist eine Top-Mannschaft. Die haben halt gerade zu Hause Top-Mannschaften geschlagen, gerade halt Preußen Münster. Und deswegen müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen und etwas klarer sein im Spiel mit dem Ball. Aber freue mich unheimlich auf das Spiel.
Wir alle freuen uns unheimlich auf dieses Spiel und darauf stimmten sie sich mit ihren Fans schon mal ein nach dieser Partie heute gegen die Löwen. Nächste Woche also das Spiel der Spiele. Der erste gegen den zweiten. Der SSV Ulm gegen den SSV Jahn. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.